Das schaffen wir. Wow, Leute, was soll das hier nicht? Einen wunderschönen guten Abend und willkommen, meine lieben Leute, und nochmal willkommen zu Little Nightmares. Jetzt doch noch ein Part. Oh ja, ich habe nämlich was Gutes, Altes vergessen. Und zwar das DLC-Package, das ich ja noch dazu gekauft habe. Beziehungsweise das Extra-Level, was dadurch freigespielt wird. Das wir ganz hier hinten finden. Und zwar hier unten. Und ja, ich würde sagen, dass wir uns das doch zusammen mal angucken, was es da so zu sehen gibt. Ich bin gespannt. Und den Fortschritt blablabla wird zurückgesetzt. Bist du dir sicher? Ja, wir haben ja schon durchgespielt. Und ich bin echt gespannt, was es da so zu finden gibt. Und stimmt die Kamera? So ist gut. Tipptopp. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal richtig gespannt. Okay, wir sind anscheinend irgendein Junge. Und nicht mehr... Schwimm, kleiner Mann, schwimm, kleiner Mann. Es wird dunkel. Oha, was ist los? Eine Hand. Wir haben anscheinend geträumt. Okay. Alles halb so wild, alles halb so wild. Eine Puppe. Nun gut. Habt ihr das gehört? Tun wir dann nochmal ganz schnell die Grafik ein wenig verbessern. Grafik. Grafik. Ah, hier benutzen wir. Oder? Hallo? Hallo, Grafik? Ah, hier erweitert. Genau. Kommen wir nochmal ein bisschen hoch. Sehr schön. Na, was ist das, dieses Rauschen? Tut mir leid, Leute, aber das wollte ich noch schnell weg. Das will ich nicht haben. Ich glaube, so ist gut, oder? Ja, so ist gut. Tipptopp. Okay. Schauen wir doch mal. Oh, wir haben auch kein Feuerzeug. Wie wir vorher mit dem kleinen roten Mann hatten. Also, wenn wir denn genau der sind, das wissen wir natürlich nicht. Okay, schauen wir doch mal, wo es lang geht. Ich laufe einfach mal drauf los. Okay, hier geht's raus anscheinend. Habt ihr das gesehen? Der verfolgt den. Oh, das ist der mit den langen Armen. Den habe ich gar nicht gern. Hier sind irgendwelche Zeichnungen. Spielt es jetzt nach dem, der mit dem gelben Kopf? Müssen wir hier runter? Okay, ich kann mich erinnern, dass wir damals hier waren. Was ist denn da unten? Oh, das ist wieder so ein Schleimvieh. Nee, mit denen dürfen wir nicht in Kontakt kommen. Das ist... Ja, das... Die Stellen hier kennen wir ja eigentlich. Aber uns kann hier keiner was haben. Denn das Auge schaut da unten lang. Müssen wir da runter? Okay. Wir müssen hier runter. Eindeutig, ja. So. Oh, da müssen wir ja doch wahrscheinlich... Oh, da hinten ist wieder so ein Kind. Müssen wir zu dem hin? Ich denke schon, oder? Ja. Okay, gut. Gut. Okay, ganz klar, was wir hier machen müssen. Oha. Folgen wir dem einfach. Los. Okay. Der ist hier hintergerannt, oder? Oder das Kind? Oh, ich sehe... Das ist so blöd, wenn man... Wenn man kein Feuer hat.
Wir sind damals die Treppe, also mit der Wippe und dann da oben durch das kleine Fenster. Das scheint diesmal ein wenig einfacher hier zu sein. Oh, da hoch. Der haut ab. Okay, was wir machen müssen, ist klar. Ich folge dem jetzt einfach mal. Nennen wir ihn Rüdiger. Ich folge jetzt mal dem Rüdiger. Der wird sich sicher freuen für seinen Namen. Hauptsache, der kommt hier raus wahrscheinlich. Warte, Rüdiger. Ich folge dir. Oh. Oh! Das war falsch. Das war falsch. Na gut. Wo haben wir gespeichert? Ah, auf dem Scheißhaus hier. Auf dem Plumpsklo. Nun denn. Warte, Rüdiger. Nicht so schnell. Finde ich ja schön, dass du uns den Weg hier nach draußen bereitstellst, aber kannst ruhig warten auf mich. Zu zweit ist alles viel einfacher. Perfekt. Okay, der klettert jetzt die Kisten da hoch und dann? Das schaffen wir. Los! Lauf, lauf, lauf! Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Boah! Und jetzt? Der ist hier rein, oder? Los, folgen wir dem. Okay, man kann hier laufen. Wir müssen da irgendwas hinschieben, den Koffer, oder? Ganz bestimmt. Kann man den packen? Ja, geht. Sehr schön. Und wie ist denn der Rüdiger da hochgekommen? Naja, wir schaffen das auf jeden Fall. Dann hier rein. Oh, hier liegt eine Taschenlampe. Können wir die nehmen? Bestimmt, oder? Sehr gut. Und wenn ich jetzt... Oh, sehr schön. Oh, nee. Ernst jetzt, Leute? Das ist hier mehr als dunkel. Oh. Oh, nee. Nein! Oh, verdammt! Haben wir nicht aufgepasst. Dieser scheiß Kackhaufen. Also müssen wir rennen. Hallo! Die Taschenlampe zittert noch so rum. Okay, nochmal. Also. Komm schon! Oh. Oha! Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh! Mann! Das ist aber auch blöd. Und jetzt nochmal. So, sliden. Du bist wahrscheinlich da hoch, oder? Die können hier nicht hoch, oder? Nee, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, jetzt spätestens nicht mehr. Was war das denn? Das Geräusch kenne ich noch gar nicht. Und wieso ist hier überall Wasser? Okay, hier müssen wir schwimmen.
Oh, bei so einem Wasser hätte ich echt Schiss. Ich habe immer Angst, dass von unten irgendwas kommt. Und ich wette, hier kommt irgendwas. Also nicht hier, aber... Oh, du sollst da hoch. Aber bestimmt irgendwo... Oh, noch mehr Wasser. Ist der Rüdiger überhaupt hier lang gelaufen, weil hier noch alles zu ist? Schon wieder tiefes Wasser. Kann man eigentlich auch schnell schwimmen? Mach, mach, mach! 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 Huch! Uiuiui. Und jetzt? Wo lang jetzt? Darüber klettern, oder? Oder müssen wir da runterspringen? Können wir hier hoch? Wir müssen da runterspringen. Okay, ich hätte nicht springen müssen, es hätte auch runterlaufen gereicht. Oh, wetten... Nee. Okay, wir sitzen in der Falle. Okay, warte schnell. Wir müssen sicher das blöde... Oh, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das Ding gegen diese Kackhaufen werfen und die kommen jetzt dann da raus. Wollen wir wetten? Okay, tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Und jetzt? Verdammt, wo muss ich denn lang? Oh, bitte nicht so ein... Ah, nee. Gut. Wir müssen hier hoch anscheinend. Okay. Mhm. Hier können wir irgendeinen Schalter betätigen. Oder auch nicht. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Ah, es kann sein, dass wir hier noch mehr Schalter betätigen müssen, bevor das geht. Kann das sein? Hier der drüben. Oh, tut mir leid. Nee. Also doch, kann schon sein. Yep. Und jetzt den hier. Oder? Mach doch. Ja, genau. Sehr schön. Und was bringt das jetzt? Da kommt Wasser rein, okay. Okay, aber das hört ja nicht irgendwann auf, oder? Jo. Ich würde sagen, dass ich tot bin, ne? Scheiße. Ja, und wie sollen wir das schaffen? Warte, ich schaue mich nochmal um hier. Ah, wir können das vielleicht auch irgendwann wieder ausschalten, oder? Indem wir den Hebel wieder umdrehen. Das kann natürlich sein. Also, erstmal hier rüber. So. Den aktivieren. Jetzt das Wasser reinpumpen. Okay, warte, das reicht. Das reicht noch nicht. Oh, ich verstehe, okay. Also ich glaube, wir müssen sie eher ganz voll laufen lassen. Damit das gerade so reicht. Okay, das reicht. Okay. Los. Los. Oh, sehr schön. Das hat gereicht.
Sehr, sehr schön. Wir kommen gut voran, Leute. Rüdiger aber immer noch nicht in Sicht. Jo, was müssen wir hier machen? Können wir die aufbrechen? Kann man nur durchgucken. Hier auch nicht? Man kann da durch, okay. Es hat gespeichert. Das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Habe ich mir gedacht. Boah. Kennt ihr das Spiel? Der Boden ist Lava? Mach. Hoch. Okay, wo müssen wir hin? Ich glaube, ich muss doch nochmal auf das Bett. Okay, wir machen das super, ey. Oh, jetzt aber schnell. Mach. Sehr gut. Das war eine Hand. Habt ihr das gesehen? Leute, ich bin total schreckhaft. Oh, ich springe natürlich jetzt einfach hier rein. Oh nein, der wirft uns rein. Schon wieder. Oh, Mann, was ein Spaß ist das denn? Okay, das war nicht gut. Das war nicht gut. Komm hoch, geh doch da hoch. Leute. Ich hätte da nicht reinspringen sollen. Oh, bitte nicht von Anfang an jetzt. Oh, gut. Ah. Okay, wir kommen vielleicht von da drüben hoch. Perfekt. So. Noch höher? Geht nicht? Oh, ist sicher irgendein Leichnam oder so. Oh, nee. Und jetzt? Sicher eine Hand. Klasse. Keine Chance. Oh, wie kommen wir denn darüber? Lass mal kurz überlegen. Wie kommen wir darüber? Also, vielleicht müssen wir es nicht ganz hochziehen. Wir müssen ja irgendwie darüber schwingen. Ah, die Hand hat das festgehalten. So. Okay. Meint ihr, wir schaffen den Sprung? Oh, ist schon recht weit, oder? Nein! Oh! Oh nee! Ich hänge hier fest, oder? Oh nee, ich hänge nicht fest, gut. Aber ist schon recht weit. Ah, Leute. Ja, jetzt kannst du es schon vergessen. Toll, ja, ist gut. Komm, hol mich. Ja, toll. Wie muss ich das denn machen? Mann. Lass los. So, schauen wir mal.
kann sich da nicht festhalten, oder? Wenn ich gegen das Teil springe. Zeig mal. Doch. Ja, super. Okay, jetzt müssen wir da rüber. Sehr schön. Oh. Jo, keine Ahnung. Ich nehme mal den Fischkopf hier. Und was bringt der? Nein, spring doch nicht einfach ins Wasser. Was mache ich denn? Ja, ist gut. Komm, du kriegst mich. Ich weiß. Toll, hab Freude dran. Ich hoffe, du erstickst dran, du Missgeburt, ey. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Also, wir müssen irgendwie die Fischüberreste benutzen, um sonst irgendwas zu machen. So. Also ich glaube nicht, dass wir dieser kleine Junge sind mit dem gelben Regencape, das glaube ich nicht. Der ist viel größer, den wir hier spielen. So. So. Tap. Ich darf nicht so schnell machen, weil so passieren nun mal die Fehler einfach. Wie ein Geschwungener. Sehr schön. So. Okay. Was passiert denn, wenn ich das Ding hier reinwerfe? Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss den ablenken mit diesen Teilen. Oder? Ah, vielleicht eher in die Richtung und nicht in die da hinten. Mal her. So. Nein, wieso? Ich habe zu früh. Ich weiß es nicht. Und vielleicht hätte ich trotzdem nicht da hinten werfen sollen, sondern eher. Nochmal. So. So. Ah, nee, das wird nicht reichen. Nur noch ein bisschen. So, das reicht. So. Okay. Und zack. Was meint ihr? Wenn ich den da hinten hinwerfe. Oh, der dreht um zu mir. War aber ganz knapp. Och, Mann, was muss ich denn machen? Ich muss mehrere vielleicht reinwerfen. Das ist es. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Liebe Freunde der Nacht. So, nochmal, zack. Lass los. Mann. Man muss auch teilen können im Leben. So. Und so. Zack. Okay, jetzt habe ich hier zwei Stück. Okay, zwei Teile. Leute, zwei Teile. Einmal. Zweimal. Schwimmt der jetzt dahin? Nee, macht er nicht. Ich muss nochmal eins reinwerfen. Doch, tatsächlich. Also nochmal ganz hinten in die Ecke, bitte. Nein. Oh, nicht dahin. So ein Quatsch. Ich habe zu früh auf jeden Fall geworfen, sehe ich. Das habe ich gut geworfen, das eine Stück. So. Zu früh.
was soll denn das? Ach, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken. Leute. Okay, ich muss warten, bis die Hand bei dem Fischstück hochgeht. Weil das ist eine Sache von einer Sekunde oder zwei Sekunden, dass ich es geschafft hätte. Okay. Na, hey. Fast reingesprungen wäre ich hier. Rüber. Ich verstehe aber nicht, warum da so viele von diesen Fischteilen nachkommen. Weil, wenn man es einmal nicht schafft, ist man sowieso tot, muss das Level, also muss ich ab hier wieder anfangen. Da hilft es einem ja auch nicht, dass da immer wieder welche nach. Okay, vielleicht ein bisschen zum Ausprobieren oder so, wenn man sich verwirft. Verwirft. Gibt es das wohl überhaupt? Wenn man daneben wirft oder zu weit weg oder ach, was weiß ich. So, ich bin der Überzeugung, dass ein Stück reicht. Das muss nur richtig schön da hinten in die Ecke geworfen werden. Nochmal, richtig schön. So. Okay. Und jetzt warten wir, bis die Hand kommt. Jetzt ist es. Das schaffen wir. Wow, Leute, was soll das hier nicht? Zu früh, zu spät, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, sobald man die Hand nur die kleine Fingerspitze schon sieht, kann man reinspringen. So schnell kann der doch gar nicht sein. Der war vorher auch nicht so schnell, wo ich auf dem Sofa rumgehüpft bin. Mann. Und du kannst mir nicht sagen, dass ich auch das auf die andere Seite werfen muss hier. Oder? Oder doch? Ja, das kann natürlich schon sein. Warte mal. So, zack. Jetzt warten wir, bis die Hand kommt. Los! Oh, das schaffen wir! Yes! Ah, wir hätten es tatsächlich darüber... Was? Hoch! Hey! Bin mir fast wieder verreckt hier. Okay. Hier ist klar. Müssen wir hier hoch. Haben wir das geschafft? Das hat abgespeichert. Alles ist gut. So, jetzt werfen wir das hier um. Ich hoffe, wir... Hä? Na! Es wird langsam spät. So, und nochmal. Kann man hier irgendwas ziehen, schieben, machen, tun? Nee. Hier hoch kann man auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da trau. Ich kann da doch gar nicht hochspringen. Blödes Handy am Vibrieren. Okay, wir müssen hier irgendwas machen anscheinend. Irgendwas müssen wir hier machen. Kann man die hier aufmachen? Nee, geht nicht. So, und hier unten gibt es da irgendwas? Auch nicht. Was müssen wir denn tun? Oh, warte mal. Nee. Ja, was bringt denn dieses Seil hier? Kann man damit irgendwas machen? Aha! Und was soll das bringen? Verstehe, Leute, verstehe. Ja. Sneaky, sneaky, hä? Und... Zack! Hallo? Oh, nicht schon wieder Wasser! Ich hasse dieses tiefe Wasser.
Okay. Ups, na gut, das wollte ich nicht. Ah, also gut. Nochmal Wasser pumpen, einen Schluck Bier nehmen. Also es ist kein Bier, das ist natürlich einfach nur Energy Drink, aber ich sag das halt gern. So, wo müssen wir hier vorsichtig runter? Hey, jetzt wäre dieser Bastard schon wieder fast runtergefallen. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, ist klar. Warum bewegt sich die Droh- also warum bewegt sich das Ding da drinne? Ist da was drin? Also, dass da was drin ist, ist klar, aber was ist da drin? Oh Mann, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte den Schlüssel nehmen. Danke. Nein! Ach du Bastard! Oh. Ja. Oh, toll, jetzt müssen wir wieder das Wasser abpumpen erstmal. So. Ich kann ja eigentlich springen. Komm schon. Das geht. Ich kann es noch schneller machen, indem ich gerade auf dem Tisch lande, aber. Das, meine lieben Freunde, ist eine andere Geschichte. So. Oh Mann, wieso ging denn das vorhin? Aber jetzt dann nicht. Hoch. Okay. Ja. Ist der jetzt die ganze Zeit da unten, hä? Na komm her. Los. Mach. Ah, sehr schön. Kolleg, du kannst. Hä? Hoch! Was zum. Hä? Bin ich blind oder wieso geht das nicht? Ah, ey, ich weiß nicht, wieso das eben gerade nicht ging. So, wo wären wir denn hier gelandet? Ein paar Elektroleiten. Ich nehme mal an, das war. Ah, das Wasser ist stromgeladen. Okay, und wir müssen das. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, dass ich es verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Ja, vielleicht ist das genau breit genug, dass man. Ja, könnte so ungefähr reichen. Dass, wenn ich das Wasser wieder reinlasse, dass ich da drauf springen kann. So, schauen wir mal. Dafür sind ja diese Rillen hier, dass man da wieder hoch kann. So, Wasser wieder reinpumpen. Wow. Perfekt. Perfekt. Hier sind Duschen. Mussten wir da rein, ja? Ich denke schon. Oh. Hä? Oh, wir sind gestorben. Ernst jetzt, Leute? Ah, wenigstens ist das Teil hier noch da. Wer rechnet denn damit, dass wir sterben, wenn man da reingeht? Hätte auch sein können, dass das Level da lang gegangen wäre. Das ist einfach ein Loch im Boden. So. Hey, ich habe ihn gesehen.
Was das? Oh, nicht schon wieder sowas. Oh, ich mag das nicht. Ja, fress doch. Halt, halt, halt! Oh. Und jetzt? Nie schaffe ich das. Ich sehe den da unten rumschwimmen. Hau ab! Hau ab! Oh oh! Oh oh! Jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, wie ich das Ganze dahinter schaffen soll. Das ist ja meilenweit weg. Meinte ich, soll es einfach probieren? Und da ist es halt nun mal so, dass das halt ein bisschen weiter weg ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, könnte gehen. Könnte gehen, könnte gehen, könnte gehen. Oh! Hoch, 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 hoch! Fuck you! Das ist unglaublich. Ja, das war falsch von mir. Das war falsch von mir. Ja, das war falsch von mir. Ich muss auf jeden Fall irgendwie auf diesen Schrank kommen, der da im Wasser schwimmt. Anders schaffe ich das nicht. Okay. Nochmal. Auf gut Glück, würde ich mal sagen, ne? So. Komme ich da hoch? Ja! Sehr schön. Oho. Och Mann, ich mag das mit dem Wasser nicht. Okay, das war zu knapp wahrscheinlich. Oh, das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp. Hoch! Oh! Oh! Nein, lass doch nicht los! Oh. Ja, bestimmt. Los, 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 los. Oh mein Gott. Was ein scheiß Vieh. Sollten bloß nicht nass werden hier. Oh, wenn er jetzt gestorben wäre. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich hätte das Spiel ausgemacht. Okay, okay, okay. Jetzt hier hoch. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer hier. So. Komm, müssen wir da nicht durch? Zeig mal her. Ah, ne, da geht's gar nicht durch. Und wo müssen wir lang? Oder... Hä? Oder, ah, wir müssen noch weiter hoch einfach. Ah, verstehe, okay. Oder? Da geht's rein, oder? Ja, genau. So. Ja, eben. Ich dachte schon eben. Sehr schön. Oh, wir brauchen eine Kurbel. Wasser rauslassen. Die ist sicher hier unten irgendwo, oder? Ah, die. Hä? Hier ist nichts. Ah, doch, hier kann man. Okay, da kann man hoch. Ah, verstehe.
Okay. Bam, 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 bam. Wir müssen rüberspringen. Mein Gott. Hey, spring. Spring doch darüber, Mann. Bist du dumm? Ey. Ich glaube, der regt mich auf hier. So. So. Okay, jetzt können wir natürlich nicht darunter springen, sonst würden wir wahrscheinlich gerade wieder sterben. So, und jetzt kletter. Oh, noch gut festgehalten. Die würde jetzt nicht oben schwimmen. Die müssen wir wahrscheinlich hier drauflegen. Kann das sein? So. Ach, komm schon. Oh, mach doch. Ah, ich werfe die jetzt da irgendwie drauf. Irgendwie werde ich die jetzt da drauf werfen. So, nein. Nein. So, ein bisschen zurück. Gut zielen. Und zack. Oh, fick dich doch. Und zack. Ja, das wollte ich. So, und... Den schieben wir jetzt ganz hier rüber. Ja, müssen nicht mal ganz rüber schieben. Oh, ey, wehe, das Ding fällt runter, wenn ich auf den Koffer nachher springe, wenn der im Wasser schwimmt. Boah, ich würde durchdrehen. So, hoch, 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 hoch. Immer schön die Treppe hoch. Jetzt wieder Wasser reinpumpen. Ist ja richtig was in den Kopf hier, ne, meine Freunde? Jetzt springen wir hier. Ah, super. So, und jetzt da. So, und dich auch noch. So, ja, so, nimm. Jetzt machen wir hier rein da. Kurbeln. Oh, geht die jetzt... Wenn ich es loslasse. Ja, habe ich mir gedacht. Okay. Oh, klar, ganz bestimmt noch den Kopf eingequetscht. Hey, nein, wir müssen den Koffer noch mehr in die Mitte tun. Oh, wieder alles von vorne. Hey, aber das war richtig knapp gewesen hier. Also theoretisch kann man... Also, nein, nein, nein. Ich will den Koffer ziehen, Junge. Den Koffer ziehen. Ach, kriegt er nicht gebacken. Na gut, okay. Gehen wir hier hoch. Eben, ich hätte eigentlich das Ding auch gerade auf den Koffer werfen können, wenn ich Glück gehabt hätte. Und dann das Teil darüber, aber ist mir alles zu aufwendig. Das jetzt auszuberechnen. So. Diesmal den Koffer einfach nur in die Mitte, das reicht. Dass das für den Sprung reicht. So ungefähr. Ach, Quatsch, nicht du. Das Teil jetzt auf den Koffer werfen. Sehr schön. Und jetzt den Koffer hochlassen. Und dann hoffen, dass wir das schaffen. Und uns nicht wieder in den Kopf stoßen. So. Oh, ich hoffe, der kann so weit werfen. Bitte, stell dich jetzt nicht zu dumm an. Oh mein Gott. Ey, das war richtig knapp gewesen. So. So, so, so. Ich werde wohl garantiert zwei Parts hier draus machen müssen. Ich hätte den Koffer. Ja, und nochmal von vorne. Danke.
Nein, nein, ich muss die Tür hochlassen, nicht runter, du. Nein. Komm zurück. Das muss geübt sein, muss das geübt sein. Los, los, los. Oh, ey, hey, hey, jetzt aber. Jetzt ist aber mal gut hier. Ich muss den Winkel noch richtig passen. Los jetzt, aber los. Hopp und hopp. Das wäre gegangen, das wäre gegangen. Toll. Ich glaube, ich muss den Koffer viel weiter hinten hinschieben. Oh mein Gott. Mann, kletter da hoch. Jetzt werde ich langsam echt sauer hier. So, nochmal das blöde Ding hier. So, wir gehen nach. Wasser abpumpen. So, meine Theorie ist jetzt, dass wir den Koffer... Wir üben das jetzt dann gleich mal. Ja, nee, der muss schon mehr in der Mitte sein. Also ich will den echt genau in der Mitte haben. So, genau. Noch da drücken, bitte. So. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß, es dauert alles hier ein bisschen länger als geplant. So. Oh. Kannst du den nicht ziehen? So ist okay jetzt, Mann. Komm. Wo ist das blöde Ding gelandet? Hier, oder? Nee, hier. Auf den Koffer, bitte. Wir müssen den Koffer noch mehr in die Mitte tun. Aber wir probieren es gleich mal aus. Ich glaube, ich hätte den noch weiter rüberziehen müssen. So. Weil wenn ich hier kurbel, kann ich dann gerade losrennen. Zack. Zack. Und durch die Tür. Perfekt. Eigentlich. Puh, nicht loslassen. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein... Guck nicht so behindert. Oh mein Gott. Wasser wieder abpumpen. Ja, klasse. Jetzt chillt der Koffer da oben. Oh, komm jetzt. Oh nein, das gibt's doch nicht. Komm jetzt, das schaffst du. Ah. Wo liegt das blöde Teil? Hier. Alter. Mach endlich, ich heb das Ding. So. Draufwerfen, los! Haben wir. Koffer noch ein bisschen weiter rüberschieben, ein bisschen mehr. So, das reicht. Und jetzt Wasser reinpumpen. So. Okay, perfekt. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir das schaffen. Los!
Yeah! Bam! Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen. Nein, als hätte ich es nicht gerade eben gesagt. Oh, bitte, 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 hab abgespeichert, bevor wir durch diese Tür gegangen sind. Nachdem wir durch diese Tür gegangen sind. Bitte, 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 bitte. Oh, Gott sei Dank. Wir kommen hier nicht rein. Oh, doch. Hallo, habt ihr das gesehen? Du chillst da einfach. So ein alter Knacker. Ja, nicht geschafft. Huch! Nicht geschafft. Nein! Huch, 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 huch! Ah, Leute! Das gibt's doch nicht. Wie knapp ist denn das? Yes. Oh mein Gott. Ja, das war's. Das war's, das war's, das war's. Oder? 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 Ey, wir sind richtig gut. Ich kann gerade nichts sagen, Alter. Fick dich. Okay. Was müssen wir als nächstes machen? Okay. Ich glaube kaum, dass jetzt da hochgeht und Fernseh gucken geht. Oder? Oder was müssen wir hier machen? Oh, okay. Okay, okay. Wir müssen hier rüberschwingen. Müsste der sich nicht eigentlich die Hände verbrennen? Fick dich, okay. Ja, nö! Nee. Hoch! Mann, Mann, Mann! Hä? Hoch! Hoch! Okay, und jetzt? What the fuck? Was bist du? Oh, 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 wir müssen den Fernseher reinschubsen. Los! Verstehe, ich weiß, was wir machen müssen. Ey, so ein alter, schwimmender Knacker. Okay, ah, okay. Ja, easy, okay. Okay, 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 okay. Nochmal das aktivieren. Na, nochmal. Komm, du hast doch eh schon mal, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre gelebt. Du bist bereit zum Sterben. Wir erlösen dich. Hoch! So, komm schon, den bringen wir um. Und jetzt hier.
hoch. Los. Los, 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 los. Mach schon. Mach schon. Oh, los. Yes. Fick dich. Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn ich ins Wasser springe. Oh ne, ist nicht mehr so schlimm. Oh, ich hoffe, das Vieh ist tot. Ganz ehrlich, ich hoffe, das Vieh ist tot. Weil wenn nicht, wird der jetzt ganz schön sauer sein. Habe ich recht? Uiuiui. Yes, wir sind durch. So. Hoch, hoch, hoch. Immer schön die Leiter rauf. Leute, kann es sein, dass wir es geschafft haben? Nein! Oh. Okay, verstehe. Und das war das Kind unten rechts, was wir bei dem Level vorher gesehen haben. Und was dann umgebracht wird. Okay, meine Lieben. Krasse Story, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat an dieser Stelle das Let's Play gefallen. War wieder mal super gewesen. Es sind jetzt zwei Parts draus geworden, glaube ich. Ich nehme mir fast eine Stunde auf. Ja. Das war jetzt noch das DLC gewesen zu Little Nightmares. Und damit ist das Projekt jetzt komplett abgeschlossen für mich. Ich werde jetzt nicht alle Laternen nochmal eins anzünden und alle von diesen Statuen kaputt machen. Aber ja, mir hat es mega gut gefallen. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und ich hoffe, ihr schaut weiterhin bei mir vorbei, wenn euch das gefallen hat. Und wenn euch solche Spiele Spaß machen, also zuzugucken. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder abonniert mich. Würde mich freuen. Und sonst würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.